Und damit ein Willkommen zurück hier bei Planet Coaster. Wir bauen noch eine weitere Runde hier ein bisschen dran herum an diesem Park. Er ist nicht unbedingt sehr groß, aber er hat seine Aufgaben alle erfüllt, die denn hier zu machen sind. Das heißt, da auch die schweren Sachen sind mittlerweile geschafft. 1600 Leute sind immer noch da. Obwohl, wobei, weil das Marketing geht weiter, ne? Nee, das machen wir nicht. Machen wir es aus. Ich mache nochmal eine Forschung an hier. Familienfahrgeschäft und auch eine hier Nervenkitzelfahrgeschäft. Das, was halt geht. Zurückgezahlt habe ich alles, ne? Warte mal, Finanzen. Ja, wunderbar. So muss es sein. Bilanz ist auch ziemlich gut. Sehr gut sogar. Das heißt, an Geld sollte es gerade mal nicht scheitern. Man könnte hier jetzt noch ein Gebäude drauf bauen, mache ich aber mal nicht. Sondern ich wollte hier Folgendes tun. Und zwar, na gut, ich werde hier nochmal kurz so ein Ding reinwerfen. Das habe ich gerade nochmal so über. Könnte man fast hier hinter bauen, oder? Dass man hier nur einen Weg dran vorbeilegt. Könnte man hier noch auch noch weitere Futterstände machen, theoretisch. Dass man hier halt nochmal zwischen kommt. Hier oben meinetwegen. Können wir machen, ne? So. War gar nicht so geplant, aber jetzt wo ich das gerade mal so sehe, das ist ein Angebot. Kann man machen, klar. Machen wir das hier so ein bisschen dran vorbei. Ein paar hier, dass die Leute da ein bisschen anstehen können. Und so. Normaler Weg. Der war mit den Steinen? Oder was war das? Ja, ne? Glaube ich. Das heißt, ich kann hier dann ein bisschen vorbeigehen. Naja. Naja, das, auch das, doch, das geht. Doch, klar. Das geht. Na, was mache ich denn hier? So, das ist ein sehr schmaler Weg jetzt. Aber ich hoffe mal, das geht. Dass man hier halt überhaupt in die Gegend kommt, hier könnte man dann noch irgendwie einen weiteren Futterstand machen oder meinetwegen, was haben wir denn da? Haben wir jetzt nicht Geldautomaten? Der ist denn genau Geldautomat? Oh, das ist sogar ein festlicher Geldautomat. Ach, das ist Gottchen, das ist schön. Ist da noch was anderes dran? Ah, die sind zwei Stück direkt. Wenn ich die beiden hier direkt mal hier hinwerfe. Ist okay, ne? Kann man machen. Doch, das passt ja super, auch mit der Schräge hier von der Bahn. Das ist gut. Ich weiß nicht, ob denn sich irgendjemand hier angezogen fühlt davon. Ne? Aber zumindest könnte das schon mal durchaus ein paar Leute vielleicht anlocken. Man weiß es nicht. Zumindest ist da halt jetzt was. So, ein bisschen Bäume drumherum. Passt schon mal. Aber nicht zu viele, sonst kann man hier die Fahrgeschäfte überhaupt nicht mehr sehen. Man soll ja von hier auch direkt schauen können, was die anderen so machen. Denke ich mal. Auch von hier kann man dann schön sich die Achterbahn anschauen. Von den Ballons aus. Hast du schon mal nett? Ja, doch, könnte gehen. Da kommen die Leute auch direkt. Das ist schön. Die haben sogar sehr eilig hier. Wow. Ach, die alten Omis. Die wollen hier rein, ne? Mutti und Tochter wahrscheinlich. Beziehungsweise Großmama und Mutti. Die wollten hier unbedingt rein. Das sieht denen ähnlich. So. Schön. Was ich machen wollte, ist eigentlich Folgendes, dass ich nochmal so ein Schienengeschäft baue. Eine Sleigh Ride. Und zwar hier oben dann hin. Keine Ahnung, wie die wird. Keine Ahnung, was man damit wie die genau wird. Also so eine Schlittenfahrt, ne? Könnte man sogar hier unten anfangen eigentlich. Dass es so ein bisschen ansprechender wird. Weil das auch wieder sehr dicht dran ist an dem ganzen Krams hier. Oh. Ne, machen wir es so. Ich mache das Terrain so ein bisschen runter. Ich werde die dann hoffentlich auf zwei Ebenen in dem Sinne bauen, dass ich hier drüber halt lang baue. Das wäre ganz cool. Da würde ich mich, glaube ich, freuen drüber. Dass man jetzt hier schaut, dass man das hier anfängt. Ja. Auch so in die Richtung, das geht. Und ja, vielleicht hier einmal hinten rüber anfangen, dann irgendwie schräg rüber. Hauptsache rüber. Ich muss mal schauen, wie schnell man damit fährt. Man kann zumindest sehr langsam in dem Sinne fahren oder ist halt sehr gemütlich. Man hat nur zwei Arten Schienen. Das ist im Prinzip, die normalen Schienenfahrzeuge sind alle sehr ähnlich in dem Sinne. Aber ich bin trotzdem mal gespannt hier. Da drüber bauen direkt ist auch natürlich eine harte Sache. In dem Sinne. Man könnte hier direkt erstmal noch einen zurück machen. Erstmal gucken, wo ich denn überhaupt lang will hier. Bei den Dingern kommt es halt tatsächlich mehr auf die Deko an, was man außen rum macht. Wie schön das Ganze wird. Deswegen, wahrscheinlich wird es daran genau scheitern. Aber schauen wir mal.
Wahrscheinlich schon. Hier in der Mitte durch, wir haben ein bisschen hart, ne? Wir haben ein bisschen viel verlangt. Man kann das machen, dass man jetzt hier, wow, ganz viel kippt. Nee, versuchen hier dran vorbeizukommen. Ich muss quasi am Ende so ein bisschen freilassen, wie man dann überhaupt denn das Ganze zu Ende gehen lässt. Meinetwegen geht das einfach mal so. Also in der Theorie, in einer sehr groben Theorie. Meinetwegen ist das Ende hier, dann hier. Das heißt, ich setze es aber von hier aus fort. Und zwar... Naja, ich würde halt wirklich gerne hier rüber irgendwie kommen. Muss mal gucken, ob das denn gut geht. Ob das denn hier von den Leuten her, ob die da irgendwie sehr viel Bock drauf haben. Wobei das halt echt sehr direkt hier den ganzen Weg blockieren würde, ne? Weil das genau über den Leuten ist. Bin ich mir nicht sicher, ob das so gut aussieht dann hier. Das ist eine gute Frage jetzt eigentlich. Wahrscheinlich ist das gar nicht mal so die gute Idee. Wahrscheinlich sollte ich das auch gar nicht mal so riesig bauen. Ja, wobei doch, wenn ich das hier schräg rüber baue, sollte durchaus gehen. Ja doch, boah, ach komm. Dann sind die Häuser zwar ein bisschen sehr eingeengt hier, aber das passt schon. Haben wir zumindest mal was zu tun hier. Geht es zur anderen Seite nicht? Boah, es geht auch, klar. Das haben wir noch nicht zu Ende jetzt hier. Das geht nicht, nein. So kurz darf es auch nicht sein. Das ist eine echt aufregende Bahn hier. So wie das aussieht. Actionreich. Die müsste nochmal übereinander und untereinander gehen. Eigentlich. Können wir echt machen, dass man hier nochmal so einen Tunnelbereich hat. Das ist eigentlich echt eine Möglichkeit. Warte mal, hier automatische Tunnel. Ja. Ich glaube, dass tatsächlich bei den Tunneln die Performance ein bisschen verändert wurde, ein bisschen optimiert wurde. Dass die Tunnel deutlich flotter funktionieren jetzt hier. Habe ich den Eindruck. Wie, was ist hier los? Warum geht das? Warte mal, warum geht das nicht? Weil hier kein Tunnel... Ach so, weil, weil da kein Tunnel notwendig ist. Deswegen geht das nicht, oder was? Hä? Moment. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Warte mal, warum kann er jetzt keine Tunnel mehr machen? Ist irgendwas kaputt jetzt, oder was? Hä? Hä? Moment. Irgendwas will da nicht so ganz. Das hat schon mal nicht geholfen. Winkelausrichtung ist egal. Warum gehen die Tunnel nicht? Ist jetzt mal eine gute Frage. Bauneingabe, ja, das ist, hilft schon mal nicht. Hä? Das verstehe ich nicht. Ist hier die Landschaft zu Ende oder was? Ist der Park hier zu Ende? Nein, der ist da ganz... Da habe ich noch ein ganzes Stück. Ha, das ist komisch. Warum kann ich das jetzt nicht mehr machen, wenn die Tunnel-Geschichte hier drin ist? Dann mache ich halt das Terrain insgesamt halt drunter. Das ist mir egal. Dann mache ich mir halt einen eigenen Bereich frei hier. Das geht auch. Ich weiß nicht genau, was ich denn hier machen möchte, aber das geht zumindest. So, dann habe ich, dann mache ich die Tunnel halt selber. Das geht auch. Aber natürlich. Da doch, das reicht. Machen wir das mal so hier. Muss auch gar nicht mal so tief sein hier. Einfach hier durchbauen. Ich weiß nicht, wie aufregend die Fahrt dann insgesamt wird. Wahrscheinlich nicht sonderlich. Es wird schon ziemlich tief jetzt. Vor allem die Kurve ist halt immer die gleiche jetzt. In die gleiche Richtung. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Machen wir da so einen kleinen Schlenker rein hier. Und dann geht das auch. Lass mich hier dann schon mal hochbauen. Das ist schon ziemlich viel Fahrt jetzt hier, ne? Dort ist aber gut.
So als Strecke ist halt sehr viel. Ne, wobei man hat erstmal eine Linkskurve, dann Linkskurve, Rechtskurve, Rechtskurve. Danach halt sehr viel Rechtskurve. Einfach vorne von der Bahn her, das geht schon mal. Das verdeckt die Häuser nicht zu sehr, das geht schon. Das könnte gehen. Oh. Genauso muss es aussehen. Vollkommen richtig. Genau richtig. Wenn man hier höher baut. Ist auch okay, ne? So. Kann hier so ein bisschen runterschrauben. Dass man das so macht. Ja, doch, das geht. Oder kann man hier dann nochmal runter, oder wie? So ein Stückchen. Könnte fast gehen, ne? Ist es nicht wesentlich anders? Hier fehlt jetzt ein Balken, hier irgendwie ein Stützpfeiler. Irgendwas in der Art. Das wäre mal ganz cool. Die Geschwindigkeit muss ich noch einstellen. Das soll nicht so ewig langsam sein. 10, machen wir eine Flotte 12 draus. Anzahl der Wagen. 8 Stück meinetwegen. Ist mir vollkommen Latte. Dann machen wir das mal. Wir können natürlich selbst jetzt mitfahren. Weil das so aufregend ist hier. Heieieiex. Hier ist halt nicht viel Aufregendes zu sehen. Da müsste man halt ein bisschen dekorieren hier überall. Aber vom Ort her, denke ich mal, ist das schon in Ordnung hier. Wäre auch in der Mitte nicht verkehrt gewesen, dass man halt ein ganzes Stück dann zurücklegt an Strecke. Aber ich denke, wenn man hier drüber fährt, ist schon gut. Kann man da hingucken. Kann man da hingucken. Haben wir hier die Achterbahn im Weg. Kann man sich hier nochmal das Deluxe-Gebäude anschauen. Ich werde nochmal vorbeigucken. War schon gut. Ja, hier kann man den schönen Knoten sehen hier. Und dann knattert man hier runter. Kann man hier unterirdisch dann noch so ein bisschen Funkel-Glitzer-Welt machen? Vielleicht, hoffentlich zumindest. Geschwindigkeit ist in Ordnung. Ah, da sind extra solche Stützen drunter. Nee, das war noch. Das ist einfach nur Deko von weiter oben, glaube ich, ne? Da muss auf jeden Fall dann noch eine Wand vor oder irgendwas in dem Bereich. Ja, ist okay. Es geht. Sehr viel hoch und runter. Sehr viel hoch und runter. Heißt, ich brauche dann noch nicht mal so hoch, glaube ich. Ich musste echt nicht so weit hochgehen hier. Das ist ja gut. Warte mal. Das sieht sehr komisch aus hier. So, deutlich besser. Jo, deutlich. Ach, schön. Ja, hat was. Kann ja noch so ein Fashion. Ja, so einen kleinen Huggel noch mal reinbauen. Kleinen Klink dann nochmal reinbauen hier. Damit es nicht zu langweilig ist. So, das geht doch super. Ach, Schaönchen hier. Und in der Landschaft drüber. Ich meine, Terrain. Weil ich sollte das wahrscheinlich erstmal voll bauen hier, ne? Bevor ich da irgendwas mache. Hier kann man ein schönes Wasser reinbauen. Vielleicht mal wieder. Weil ich das so selten mache, mit Wasser irgendwo reinfüllen. Ja, es geht gut. Kann man da schöne Lampen reinlegen vielleicht. Das ist vielleicht ein bisschen sehr eng hier dann leer. Müsste das quasi von innen aushöhlen. Ich muss erstmal eine andere Kamera hier rein. Da müssen wir das zurücknehmen hier. Ah, dass hier ein bisschen schöne Höhle stattfindet. Es ist so richtig was aushöhlen, habe ich bisher auch noch nicht gemacht in der Form. Dass man das quasi hier mit benutzt. In der Form. Also, dass man hier so eine Höhle sich selber dann im Nachhinein da reinbaut. Habe ich tatsächlich noch nicht gemacht bisher. Aber es kann ja nicht so schwer sein. Vor allem Schlittenfahrt ist auch total realistisch, das unter der Erde zu machen. Weil dann natürlich sehr viel Schnee auch sein wird, mit dem man dann drumherum fahren kann. Das ist natürlich total realistisch. Das wäre natürlich cool, wenn man hier noch so eine Öffnung nach oben hätte in der Form. Das wäre jetzt extremst eingebaut, aber das geht sogar. Hier oben darf das ruhig noch offen sein, glaube ich. Und so ein Hauch des Tageslichtes noch hier reinkommt. Ja, so ein kleines Löchlein. Damit man selber auch mit der Kamera dann noch da reinkommt. Das könnte gehen. Bisschen abflachen das Ganze, dass es nicht so übertrieben klumpig aussieht.
Aber ansonsten ist es schon mal okay. Das fällt nicht zu übertrieben schlimm auf. Sagen wir es mal so. Man könnte das fast glaubwürdig verpacken hier. Dass das so sein soll. Dass das so seine Funktion und seinen Zweck hat. Das ist schon okay. Ob das hier drin jetzt aufregend ist, ist eine andere Frage. Das ist eine sehr andere Frage. Wenn man da reingeht, was passiert denn dann genau? Wir können ja das Lämmer kurz mitfahren eigentlich. Wenn wir hier drin sind. Och, schlecht ist es nicht. Das halt sogar schön. Das ist toll. Das halt schön. Oh, hehe. Ich komme jetzt in ein Haus durch. Ah, es ist ganz cool, dass man hier so wirklich komplett reingehen kann. Das ist gut. Ist gar nicht mal so schlecht, ne? Das ist... Ja. Es könnte zwar noch deutlich mehr Raum vertragen in dem Sinne. Aber die Bahn ist halt auch nicht so platzfressend oder so geräumig hier. Kann man hier dann nochmal Weihnachtsbäume reinsetzen vielleicht? Oder so, ich weiß es nicht. Also ist schon okay hier. Doch. Ach komm, ist halt tatsächlich mal was anderes hier. Noch ein zweites Loch da rein? Nein, ne? Man könnte so ein ganz kleines dann auch reinmachen. Müsste das hier aber ein bisschen voller sein, glaube ich. Nee, machen wir da kein zweites rein. Hier drin muss nur halt irgendwas Schönes sein. Im Moment ist es halt... Ah, ist tatsächlich sehr hell, ne? Und es ist halt sehr eng geschlungen hier. Baum hier drin kommt wahrscheinlich eher uncool, ne? Wahrscheinlich. Man kann hier einen schönen Weihnachtsbaum reinlegen. Und ein bisschen Effekte hier noch. Was werden damit? Fallende Schneeklumpen. Au, das wäre natürlich fantastisch hier. Warte mal. Ausrichten. Das ist natürlich Deluxe. Dass sie von hier oben da runterfallen. Ja gut, Trockeneis kommt vielleicht ein bisschen blöd. Aber die Schneeklumpen fallen ganz schön selten gerade mal. Das feine Trockeneis, das kann hier ruhig auch mal fallen. Ist ja alles noch ein bisschen kälter hier. Schön, dass man das so richtig gut versenken kann. Okay, das sieht... okay, oh, warte mal. Ist dann noch ein bisschen viel des Guten. Eins reicht da vielleicht. Das kann aber, da kann man den, aber den Baum da drunter stellen. Weil Flammenwerfer Stoß ist auch ein bisschen böse, ne? Funken auch. Wasserspiel. Nee. Kann man auch machen, dass das hier oben so rauspullert. Nein, machen wir nicht. Konfetti. Erstmal Konfetti. Es geht aber sogar. Das ist aber sehr weihnachtlich. Das ist schön. Flammenwerfer ist nicht sehr weihnachtlich. Schneefall. Kann man ja kombinieren hier. Das ist toll. Ja, so eine richtige Schneehöhle hier. Das wäre mal so richtig toll. Das ist aber geil hier. Och, also ich würde hier gerne mitfahren gerade mal. Hier, das Konfetti-Zeug ist ein bisschen übertrieben. Wasserstrahl, Seifenblasen, Statikmast, natürlich. Antriebsschubdüse. Ach, das geht sogar. Hat auch halt was Weihnachtliches. Ambiente ausgelöst, Musik. Machen wir Ambiente rein hier. Was haben wir denn da? Strand, natürlich. Das ist ein bisschen Schwertkampf. Was haben wir denn hier? Raumstift. Schlacht im Canyon. Vollkommen richtig. Was haben wir hier? Schwergenschmiede. Gruselhöhle. Zauberwald. Machen wir eine Gruselhöhle hier, ne? Also ich finde das sehr gruselig mit dem ganzen Nebel hier und dem Trockeneis.
Nimm Konfetti. Das Konfetti ist zu viel des Guten. Ah, das Trockeneis ist super. Warte mal. Okay, vielleicht Gruselhöhle. Vielleicht ist das so ein bisschen zu viel des Guten. Vielleicht ist das echt doch ein bisschen... Die Schreie sind besonders schön hier gerade mal. Ist toll. Es hat was. Ich finde das Ambiente gerade mal super. Das ist wirklich toll. Das ist... Vielleicht sollte ich das doch noch mal ein bisschen überarbeiten. So als Idee. Naja. Naja, es ist ein Versuch wert. Was haben wir noch Schönes? Natürlich eine Parkbank, natürlich. Also ein Hamburger fehlt hier noch, ne? Glaube ich. Ich kann jetzt überall die Figürchen ran hier. Die hängen dann von der Decke, das ist der gruselige Teil. Eieiei. Ich werde euch alle töten. Ich finde das gut. Überall kommen Zuckerstangen raus, wo man sich dann durch die Gegend schwingen kann. Da, das wird die Höhle des Zuckerschocks. Das wird gut. Deswegen ist sie so böse, weil man hier eventuell sehr viel Diabetes bekommt. Hier sind ein paar Makrönchen. Macarons, viel mehr. Das ist die Höhle des Zuckerschocks. Hier gucke ich das mal an. Kein Wunder, wenn man hier wahnsinnig wird. Hier fehlt noch ein weiterer Schneedispenser. Ja, es ist schön. Also, es ist. Böse ist es auf jeden Fall. Hier fehlt ein Weihnachtsbaum. Das ist wirklich hier die Höhle des Zuckerschocks. Man ist geschockt, wenn man hier reingeht. Natürlich. Da müsste noch deutlich viel mehr rein. An sich ja. An sich wirklich hier. Das sind irgendwelche Nester hier, irgendwelche Eier. Von irgendwelchen bösen Wesen. Natürlich. Ja. Ne, so ist es, wenn man es ein bisschen übertreibt. Sagen wir es mal so. Aber. Gott, dieses saure Gummizeug. Das ist. Habe ich ewig nicht mehr gehabt. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Vielleicht sollte ich nicht drüber nachdenken. Es ist halt fast ein bisschen zu hell hier drin. Pomaden hier oben noch. Ah, es gibt so viel Süßkram hier, was man hier verwenden kann. Das ist böse. Das ist äußerst böse, so viel Süßkram. Von oben muss er noch irgendwie, müssen da noch Bäume ran. Oder, na, Girlanden können noch rein. Hier können so ein paar Bäume so ein bisschen schräg stehen hier. Damit das hier ein bisschen von unten ein bisschen verwachsener aussieht. Das geht dann bestimmt. Es ist halt eine Geisterfahrt jetzt hier geworden. Es war nicht unbedingt so geplant. Aber was ist hier schon geplant in diesem Park? Sind wir so ehrlich. So. Es geht. Weitere Bäume haben wir auch echt nicht, ne? Das ist sehr begrenzt hier. Aber gut. Diese ganze Weihnachtsbeleuchtung hier, die ganze Deko, da habe ich auch höchst wenig mitgemacht. Eine Douglasie. Man könnte so eine komplett in der Mitte bauen. Wobei ich nicht weiß, ob das wirklich in dem Sinne hilft. Ja. Das sieht eigentlich nicht aus. Wobei doch, das sieht schon aus. Da müssten halt irgendwie Girlanden noch außenrum. Wir können auch hier so eine andere. Doch, da kommt ein bisschen Grünzeug rein, das geht. Doch, das ist super, wenn das hier unten aus dem Wasser rauskommt. Ist gut. Sehr cool, wenn man das noch schön einfärben könnte zu irgendwas sehr Bösem.
Wenn man die Bäume noch irgendwie pink einfärben könnte. Ich habe da gerade mal ein bisschen Spaß bei der Höhle hier. Falls man das nicht merken sollte. Es ist sehr unsinnig, ich weiß, es tut mir leid für die Leute, die gerne was, ein bisschen was Ernsteres sehen wollen. Aber ihr müsst immer noch bedenken, bei wem ihr das gerade anschaut. So. Mal so gesehen. Ah, man kann doch alles mit Geschenken voll spammen. Ne, mach ich gerade mal nicht. Das wäre dann natürlich noch cool, hier so ein bisschen per Girlanden hier unter zu haben. Oder überall Gesichter noch dran. Das, warte mal, das fehlt hier auch noch. Dass man hier reinkommt. Ja, aber so richtig. Dass man sowas hier hat. So als Eingangsbereich hier. Die sind auch viel zu fröhlich hier. Die sind wirklich viel zu fröhlich. So, den gibt es jetzt zweimal. Wenn man hier so reinkommt. Da geht dann auch noch mal ein bisschen so ein Geländchen vor. Ah, die sind zu klein eigentlich. Oh. Ja gut, dann nehme ich halt die kleinen. Ist nur eine Textur, ne, die aufgelegt ist. Ah, es geht. Ja, ist gut. Alles klar. Was haben wir denn noch Schönes hier? Noch so ein Kopf irgendwo in der Mitte. Ja, das finde ich auch gut. Hier nochmal so ein Hut rein. Das entwickelt sich, ne? Es ist eine Höhle. Ich könnte trotzdem gucken, ob ich die irgendwie doch, mache ich die noch mehr zu? Es wäre schön, wenn die noch dunkler wäre. Ich weiß nicht, ob das so richtig schön dunkel geht hier. Wir können das mal testen. Oh, das ist schon mal falsch. Die wird nicht dunkel werden. Schade. Das ist natürlich blöd. Okay, dann geht das da an der Stelle schon mal nicht. Kann ich hier trotzdem vielleicht eine schöne Beleuchtung reinmachen? Hoffentlich. Müssen wir gleich noch mit einer Folge hier ein bisschen mitfahren, ne? Da ist die Folge dann gleich auch schon zu Ende. Aber habe ich eine Beleuchtung noch? Das ist keine Beleuchtung. Würde ich hier ein Gebäude reinbauen, könnte ich hier Beleuchtung reinmachen, glaube ich. Den normalen Scheinwerfer habe ich, glaube ich, nicht. Habe ich den nicht? Nee, ne? Ich glaube nicht. Schade, den hätte ich gerne benutzt. Einen ganz normalen Scheinwerfer hier. Aber ich finde den gerade mal nicht. Oder ich bin sehr blind. Kommt davon, wenn die ganze Schokolade auch wie Scheinwerfer aussieht. Ich glaube, hier ist der nicht, ne. Warte mal, da muss es unter Gebäude sein. Angepasst. Ist der Scheinwerfer? Nee, ne? Habe ich insgesamt echt keine Beleuchtung? Ich glaube, ich habe keine Beleuchtung zur Verfügung hier, so ganz und gar nicht. Das ist natürlich uncool, warte mal. Da muss ich so ein paar Lampen hier nochmal reinwerfen. So ein paar hier, ein paar Wunderkerzen, ein paar Kerzenfackeln. Dann müssen die das halt reißen hier. Das passt dann aber auch zur Stimmung jetzt. Das geht schon. Die gehen durchaus. Hier unten ist halt ein bisschen sehr wenig jetzt, ne? So rein von dem, was ich hier reingebaut habe. Weil ich wahrscheinlich die ganze Zeit von einer Perspektive ausgebaut habe. Und die eine Person, die da die ganze Zeit rumredet. Das geht irgendwann schon ein bisschen auf den Geist. Na gut, ich denke mal, das geht erstmal mal. Es sieht von außen so unscheinbar aus. Das ist toll. Hier, Eingang platzieren. Hallo. Warum geht das jetzt nicht? Warte mal, muss ich das jetzt hier umbauen von der Seite oder was? Ah, der wäre da oben. Alles klar. Da muss ich das anders platzieren hier. So, genau. Wunderbar. Fertig. Ruf das Ding hier, beziehungsweise testen. Ist das der Eingang? Ja. Eingang. Ausgang. Das wird so dicht beieinander sein hier. Ist toll. Warte mal hier die Winkel an. Da werden die Leute nur so reinstürmen wollen hier in das Gerät.
Also mal wirklich hier, das ist ja was ganz Besonderes. Also besonders ist es auf jeden Fall. Aber es ist halt die Frage, ob es besonders schön ist. Dann haben wir so gesehen. Ich möchte gerne mitfahren hier direkt. Nein. Da geht's los. Man müsste hier noch ganz viel Deko machen. Das kann ich dann beim nächsten Mal noch machen hier, glaube ich. Oder mache ich das nächste Mal hier? Doch, ich mache noch eine Folge hier zu dem Park hier. Und dann schauen wir mal, dass wir das hier oben so ein bisschen verschönern. Nochmal hier ein paar Gebäude drumherum bauen. So ein bisschen noch schicker machen, das Ganze. Das könnte in Ordnung werden. Man fährt schon fast ein bisschen schnell hier. Ist echt fast ein bisschen schnell. Aber gut. Ich mag diesen Teil hier. Das sieht halt wirklich so... Sieht aus wie so eine Geschenkpapierschleife. Und jetzt kommt hier in die böse, böse Höhle rein. Uiuiuiui. Das ganze Trockeneis hier. Okay, hier ist vorne ein bisschen leer. Die Schreie sind vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ah, ist schon mal gut. Hier noch so ein paar Events abfeuern, dass dann irgendwelche Flammen rauskommen und sowas. Die Wände müssen noch sehr viel mehr mit dem Zuckerkrams voll. Das ist ganz schön hügelig hier, ne? Geworden. Die Sounds sind ein bisschen sehr übertrieben. Ah, ist schön. Haben wir so eine Höhle gebaut. Danach will man dann auch möglichst schnell aus der Bahn raus hier. Ich finde das gut. So, vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Planet Coaster. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann nochmal hier wieder an dieser Stelle. Bis dahin. Tschüss.